Arr, ihr Landratten, herzlich willkommen zu meinem Game-Test über Risen 2 Dark Waters. Mein Name ist Salki, ihr kennt mich wahrscheinlich aus dem Podcast und fragt euch jetzt sicherlich, Alter, was machst du denn hier? Was ist hier? Ist Melf krank und Mpox gestorben oder was? Nein, die sind beide noch am Leben und die sind kerngesund. Ich habe mir bloß gedacht, ja, Risen 2 Dark Waters, die Ehre will ich den beiden nicht gönnen und habe mir das Spiel einfach mal geschnappt und dazu einen Game-Test jetzt gemacht. Ich warne vor, das ist mein erster Game-Test und seid bitte nicht so hart. Ja, ich habe das natürlich in verschiedene Bereiche auch unterteilt. Einmal Grafik, Story, Gameplay und dann zum Schluss gibt es dann noch ein Fazit, wo ich das Spiel prozentual dann natürlich auch noch bewerten werde. Und ja, ich möchte euch einfach in diesem Game-Test näher bringen, ob es sich lohnt, Risen 2 zu kaufen, unter welchen Voraussetzungen es sich lohnt, das Spiel zu kaufen. Denn ja, hier muss ich Risen 1 gespielt haben, um Risen 2 zu verstehen und so weiter. Und ja, das erfahrt ihr alles bei mir in diesem Game-Test. Und ich würde sagen, ich lege direkt einfach mal los mit dem Bereich Story. Viel Spaß! Die Story in Risen 2 knüpft in etwa 10 Jahre an dem Vorgänger an. Das ist meiner Meinung nach echt schon eine ordentliche Zeit zwischen zwei Teilen. Und der Held hat nach seinem Sieg gegen den Feuertitan aus dem ersten Teil sein Auge verloren und versinkt jetzt im Suff, besäuft sich nur noch und hat dadurch natürlich seine ganzen Talente verlernt und muss wieder von vorne anfangen. Meiner Meinung nach ist Piranha Bytes unglaublich einfallsreich, was das angeht. Dadurch der Held in jedem Teil, egal ob es Gothic ist oder jetzt die Risen-Reihe, einfach immer diese Art, wie er neu anfangen muss. Ja, entweder wird er verschüttet und wird zurückgeteleportiert und muss neu anfangen. Oder wie gesagt, er versinkt jetzt im Suff und muss dadurch neu anfangen. Und ich finde das unglaublich gute Ideen. In Risen 2 geht es jedenfalls darum, dass die Piratenkapitäne sich gegenseitig an die Gurgel gehen und im Krieg sind. Die alte Welt wird durch die Titanenlords zerstört. Den kennen wir auch einen aus dem ersten Teil, nämlich Usigor. Diejenigen, die Teil 1 gespielt haben, werden den noch kennen. Und zu allem Übel ist der Titan Mara und der Kraken, ja, die werden die Meere unsicher machen und dadurch ist der komplette Handel einfach komplett zusammengebrochen. Unsere Freundin Peggy, die wir schon aus dem ersten Teil kennen und die sich hier gerade mit diesen Sandteufeln battelt, begleitet uns schon seit Anfang an des Spiels und ist auch später Teil der Crew. Ja, es gibt eine Crew und zwar ist das eine der großen Neuerungen in Risen 2 und das ist auch unglaublich gut gelungen. Ganz ehrlich, also dieser Aufbau der Crew, wie man die alle zusammentrommeln muss und wie man sie findet, ist schon sehr, sehr gut gelungen. Und der ein oder andere Witz ist auch dabei. Nämlich begleitet uns später ein Gnom in der Crew und das ist einfach unglaublich witzig. Die Gnome waren ein sehr, sehr großes Highlight aus Teil 1. Und so hat natürlich auch jedes Crewmitglied seine eigenen Vorteile. Ja, zum Beispiel Patty, die haut drauf, macht Schaden, hält aber nicht allzu viel aus. Charney kann heilen, macht aber keinen Schaden. Und ja, wie gesagt, jedes Crewmitglied oder jeder Charakter hat dann natürlich seine eigenen Vor- und Nachteile. Doch wie genau man jetzt zu seinem eigenen Schiff kommt und die Crew aufbauen muss, verrate ich euch jetzt noch nicht. Ihr sollt das Spiel ja auch selber spielen. Und ich gehe mal auf einen anderen Storybereich jetzt hier ein. Da in Risen 2 natürlich hier ums Piratendasein geht und der Held auch später zum Piratenkapitän wird, muss er das Ganze ja auch irgendwo mal beigebracht kriegen und kann ja nicht alles von direkt von Anfang an. Also Schätze jagen, meutern und so weiter, ihr kennt das ja alles. Da hilft uns dieser nette Herr hier, das ist Gregorius Stahlbart, der Vater von Patty. Und der ist in gewisser Weise eigentlich auch schon aus Teil 1 bekannt. Wir haben ihn nämlich da eigentlich so gar nicht kennengelernt, sondern wir haben seinen Schatz gesucht. Und die Suche geht in Risen 2 natürlich auch weiter, aber allerdings in Form von einem DLC. Also, wenn ihr euch das Spiel ganz normal im Laden kauft, müsst ihr nochmal 10 Euro drauflegen. Und dann habt ihr diesen DLC und sucht Gregorius Stahlbarts Schatz. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die Collectors Edition kauft, habt ihr diesen DLC dabei, aber wenn ihr es normal im Laden gekauft habt, müsst ihr 10 Euro für diesen DLC drauflegen. Ich weiß, es ist immer so fragwürdig, was DLCs angeht, aber zurück zur Story. Die Titanen sind natürlich auch noch da und zwar nicht gerade wenig an der Zahl. Mara, die habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt, die sehen wir jetzt hier gerade. Hat einige der Piratenkapitäne unter ihrer Fittiche genommen. Und schürt natürlich den Krieg auch dadurch zwischen den Piraten. Um Mara zu vernichten und wieder Sicherheit auf der hohen See zu gewährleisten, müssen wir an ihren Vasallen vorbei und insgesamt 4 legendäre Gegenstände finden. Captain Crow, das ist dieser nette Herr hier und einer der Diener natürlich und auch einer der Piratenfürsten, beschwört hier gerade mal so einen Felstitan, um uns einfach mal das Handwerk zu legen. Doch das lasse ich mir natürlich nicht bieten und möchte den Titan natürlich platt machen. Dazu brauche ich aber diesen besonderen Speer, den Captain Crow in seinem Besitz hat.
Du gehörst mir. So, zack, das war, glaube ich, das Ende mit Captain Crow und jetzt geht's ab zum Titan und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zum Gameplay. Zum Gameplay in Risen 2 gibt es eigentlich nur drei Dinge zu sagen, also Questen, Quatschen und Kämpfen, daraus besteht das Spiel. Fangen wir doch eher mal mit dem letzteren an. Also das Kampfsystem in Risen 2 hat hier durchaus seine helle und dunkle Seite, der Kampf gegen NPCs ist durchaus dynamisch und erfordert auch ein wenig Skill. Ich hatte nämlich am Anfang meine ein oder anderen Probleme, ja ich weiß, ich bin Noob, aber wer hier denkt einfach durch stumpfes Linksklicken einen Kampf gegen den anderen Piraten oder ähnlicherem zu gewinnen, der liegt falsch, denn Blocken, Ausweichen und Kontern ist einfach das Patentrezept für jeden Kampf und führt auch dementsprechend zum Sieg. Natürlich kämpfen wir in Risen 2 nicht nur gegen Piraten, gegen die Inquisition oder gegen andere Raufbolde. In der Wildnis gibt es das ein oder andere Biest, was ich einfach mit uns auch mal messen will. Und da gibt es zum Beispiel die Affen, Wildschweine, Jaguare, Gorillas, Krokodile, Riesenkrabben und ich könnte jetzt noch ein paar weitere aufzählen. Also ihr seht schon, die Gegnervielfalt ist in Risen 2 auf jeden Fall gegeben. Doch im Gegensatz zu einem Menschen muss man sich doch in diesen Kämpfen leider nicht allzu viel Mühe geben, da der Kampf gegen Kreaturen wirklich meist nur die linke Maustaste erfordert. Ihr könnt ja mal selbst sehen, wie so ein Kampf aussieht. Natürlich sind wir nicht von Anfang an jetzt der Schwertmeister aller sieben Weltmeere und müssen natürlich den Umgang mit Säbel, Pistole oder Speer erst einmal erlernen, womit ich nun zum Skillsystem kommen will. Also das Skillsystem ist in Risen 2 eigentlich ziemlich ausgefallen und habe ich so noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt hier Klingen, Feuerwaffen, Härte, Gerissenheit und Voodoo-Magie. Und diese verschiedenen Talente haben natürlich auch noch ihre Untertalente, nenne ich es jetzt mal. Und die skillen dann natürlich automatisch mit hoch, wenn man diese Ruhmpunkte hier unten da rein investiert. Und zum Beispiel, ja, meine nächste Stufe Klingen, ich glaube, die braucht jetzt 6000 Erfahrungspunkte. Ja, hier Klingen, genau, 6000 Erfahrungspunkte, seht ihr hier unten rechts. Und diese Ruhmpunkte kriegt ihr halt, indem ihr Quests erledigt oder halt irgendwelche Viecher umhaut. Und dadurch müsst ihr das dann einfach da rein investieren. Je höher die Stufe ist, desto mehr könnt ihr auch beim Lehrer gelernt bekommen. Ihr müsst dann natürlich auch für eine gewisse Summe Geld dann diese Talente beigebracht kriegen. Zum Beispiel, er bringt euch dann, ja, ab Stufe 7 oder sowas, bringt er dann halt euch bei, wie ihr schwere Angriffe kontern könnt oder beziehungsweise bei Gerissenheit unten, wie ihr Leute richtig gut um den Finger wickeln könnt. Also es wird dann halt natürlich immer besser. Apropos um den Finger wickeln, es gibt das Talent Silberzunge und Einschüchtern. Das schaltet halt verschiedene Dialogoptionen frei, wenn ihr halt in irgendeiner Quest seid oder sowas und sagt, ja hier Alter, komm mal mit oder helf mir mal oder klopp mal den und den zu Brei. Dann könnt ihr ihn einfach einschüchtern beziehungsweise um den Finger wickeln, nenne ich es mal. Und das macht er dann einfach für euch, dementsprechend wie hoch natürlich euer Talent dazu ist. Dann kommen wir mal jetzt kurz zur Voodoo-Magie, die darf natürlich jetzt auch nicht fehlen. Ich glaube, das ist auch einfach einer der coolen Aspekte diesmal in Risen 2 und wir kommen jetzt zur Voodoo-Magie. Die Voodoo-Magie ist nur einsetzbar, wenn ihr euch ziemlich am Anfang des Spiels auf die Seite der Eingeborenen schlagt und diese dann unterstützt. Als Dank dafür lernen die dann euch Voodoo. Die andere Möglichkeit wäre die Inquisition gewesen, die euch im Umgang an der Muskete lehrt. Da aber Voodoo-Magie tausendmal geiler ist, als irgend mit einer Muskete rumzufuchteln, Grimtox, habe ich mich dafür entschieden. Das Einsetzen von Voodoo-Magie erfolgt meist nur in Quests wie dieser hier. Wir übernehmen den Kommandanten der Stadt durch Voodoo-Magie und können mit ihm Handlungen durchführen. Wir lassen einen Gefangenen frei oder können unsere Teammitglieder auf die Schippe nehmen. Doch bevor das überhaupt passieren kann, müssen wir die Person natürlich auch erstmal irgendwas entwenden. Ne? Und dazu komme ich zu den Zutaten. Und zwar brauchen wir eine Puppe, einen Jadestein, Zähne und Knochen.
um die Voodoo-Puppe natürlich zusammenzuflicken und natürlich auch einen Teil der Person, die wir übernehmen wollen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich muss hier irgendwelche Gliedmaßen oder sowas ausreißen, ein Haar oder ein Blutstropfen reicht da völlig aus. Am Altar wird das Ganze dann zusammengesetzt und der Tanz kann beginnen. Und ja, es macht einen Heidenspaß, Voodoo-Magie einzusetzen, weil es halt einfach lustig ist, seine ganzen Teamkameraden zu veräppeln oder halt irgendwelche Handlungen mit denen durchzuführen. Was ihr nicht könnt, ist, wenn ihr eine Person übernommen habt, mit denen kämpfen. Das geht nicht. Ihr könnt nur irgendwelche Dialoge führen und dann dadurch im Questen weiterkommen bzw. in der Handlung voranschreiten. Da ich im Prinzip dadurch jetzt schon die Thematik Questen angeschnitten habe, bleibe ich gleich mal dabei und wir kommen zu den Quests in Risen 2. Wer die Gothic-Reihe oder Risen 1 gespielt hat und gerne gequestet hat, wird auf keinen Fall enttäuscht in Risen 2, denn die Nebenquests sind meist immer mit einer netten kleinen Geschichte hinterlegt und bieten daher auch einen gewissen Umfang. Die Hauptquests sind natürlich mega storylastig und das versteht sich ja eigentlich auch von selbst. Was das Questdesign angeht, ist natürlich nichts Neues, was ein RPG angeht, also ja, finde das, töte den und so weiter. Aber Piranha Bytes schafft es, eine besondere Atmosphäre da zu schaffen bei diesen Quests. Und genau das gefällt mir einfach auch an diesem Spiel, dass diese besondere Atmosphäre da ist, die nur Piranha Bytes hinkriegt für mich. Vielleicht sieht das nicht jeder so, aber bei mir ist es auf jeden Fall. Was mir allerdings negativ beim Questen aufgefallen ist und ja, das sind diese Sammel- und die Suchquests, denn diese sind mir einfach wirklich zu einfach, weil wie einfach ist. Also zum Beispiel kriege ich eine Aufgabe von den Chaganumbi, das sind die Eingeborenen, gibt mir den Auftrag, ihre Kräuterbeutel wiederzufinden und die sind wichtig für die Lieferung an Captain Crow. Ich willige halt ein und gehe auf die Suche und ungelogen 10 Schritte weiter, das ist wirklich nicht untertrieben, liegen da die 3 Beutel, die ich suchen muss und ziemlich nah beieinander und wo ich mal halt einfach sag, ey, was soll das denn, ja? Natürlich gibt's auch Quests, die sind einigermaßen knackig und aber dazu zählen hundertprozentig nicht die Such- und Sammelquests, denn die sind wirklich definitiv zu einfach. Ein anderes Beispiel kann ich euch auch nennen, ich musste irgend so ein Artefakt suchen und dann liegt das wirklich 3 Meter nebendran im Busch und das sind für mich keine Quests, das war wirklich easy going. Die Kampfquests sind einigermaßen schwer, aber Such- und Sammelquests, ne, vergesst's, ja. Die Questgebiete leiten natürlich auch wirklich sehr, sehr gerne mal dazu, ein bisschen abzuschweifen und einfach mal auf Entdeckertour zu gehen. Zum Beispiel hier die Dschungelgebiete laden halt förmlich dazu ein, irgendwas zu erkunden. Auch wenn man irgendwie eine verlassene Ruine oder einen Tempel findet, dann springt das Entdeckerherz natürlich höher. Mit diesen Worten möchte ich jetzt den Bereich Gameplay abschließen und komme nun zur Grafik. Da die Stimmung eines Spiels natürlich viel von der Grafik auch abhängig ist und Risen 2 einfach nur mal ein stimmiges Spiel ist, habe ich die Frage damit eigentlich schon beantwortet, ja. Also die Umgebung ist unglaublich lebendig, es passt einfach sehr, sehr zu diesem Piraten-Setting, also Karibik-like. Egal, ob man jetzt gerade in irgendeinem Dschungel ist oder in irgendeinem Tempel, man fühlt sich einfach direkt in diese Situation hineinversetzt und möchte einfach weitergehen und ja, es ist einfach cool. Tagsüber sieht natürlich alles froh und munter aus und man bestaunt die schönen Landschaften und möchte, wie gesagt, am liebsten in den Bildschirm hineinkriechen. Nachts allerdings würde ich das eine oder andere Gebiet doch eher meiden. Umgebungsgrafik daher ganz klares Plus. Allerdings, was die Grafik in den Dialogen angeht, die ist eher hölzern, zumindest was die Charaktere angeht. Also Piranha Bytes hat einmal in einem Making-of erklärt, dass die Charaktere in Risen 2 Emotionen zeigen sollen. Vergleicht man das mit Teil 1, stimmt das sogar? Das Gelbe vom Ei ist es leider noch nicht. Ja, also Piranha Bytes hat in Risen 2 generell viel experimentiert, natürlich auch mit Grafik und Engine. Und im Großen und Ganzen ist es ihnen auch gelungen, aber wie gesagt, es ist noch verbesserungswürdig, was die Dialoggrafik angeht. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Grafik passt zum Setting und ist stimmig, das war's. Mehr gibt's zur Grafik eigentlich wirklich nicht zu sagen. Und wenn ich jetzt gerade so auf meine Uhr schaue, ich habe euch jetzt schon wirklich fast 15 Minuten lang hier zugelabert. Und ich komme nun zum abschließenden Teil, nämlich zum Fazit. Viel Spaß. So Leute, ihr habt's geschafft, wir sind beim Fazit angelangt und nach diesem Game-Test kann ich zusammenfassend sagen, kauft euch dieses Spiel. Teil 1 müsst ihr nicht zwingend durchgespielt haben, um nochmal auf die Frage ganz am Anfang zurückzukommen, aber es ist durchaus von Vorteil, weil es storymäßig schon miteinander zu tun hat, in gewissen Punkten. Nicht komplett, aber in gewissen Punkten.
Wenn ihr auf dieses Piraten-Setting steht und Fluch der Karibik mögt, dann mögt ihr auch Risen 2. Piranha Bytes und Deep Silver haben hier ein RPG hingelegt, was genau meinen Geschmack trifft in diesem Setting. Aber, ja, aber, mehr nicht. Piranha Bytes-Fan kommen halt voll auf ihre Kosten und werden dieses Spiel einfach lieben. Aber ein Skyrim-Spieler ist da vielleicht ein wenig enttäuscht, ja, also es ist immer so ein bisschen die Waage halt, sag ich jetzt mal. Wie ich im Grafikteil schon gesagt habe, hat Piranha Bytes diese besondere Atmosphäre hingelegt, die kein anderer Spielentwickler in meinen Augen auf die Reihe bekommt. Die Gesamtspielzeit von Risen 2 beträgt in etwa so um die paar 20 Stunden. Wenn ihr entdeckerlustig seid und jede Nebenquest machen wollt, wären das so um die 32 Stunden Spielzeit. Und ja, dazu komme ich jetzt zu meiner prozentualen Wertung für Risen 2 Dark Waters. Ich gebe dem Spiel eine Gesamtwertung von 87%, weil ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Leider nicht mehr, aber ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich hoffe, ihr könnt da auch meine Meinung teilen. Ich segel jetzt dem Horizont entgegen, verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst Kommentare, Feedback, würde mich freuen. Haut rein, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Und arrrr!